So, wir haben jetzt noch einen letzten Redebeitrag, bevor wir gleich am Hotel ankommen, und zwar von der Top Berlin. Wir sind euer Imageproblem, denn Hambi bleibt, Mall of Shame oder Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Politische Kampagnen der letzten Monate und Jahre, die sich namentlich gegen einzelne Großkonzerne und die Folgen ihrer Wirtschaftsweise richten, waren und sind erfolgreich. Sie haben teils enorme mediale Sichtbarkeit erzielt und das Image der Unternehmen stark beschädigt. AnwohnerInnen und radikale linke Gruppen wie Google Campus Verhindern oder der Counter Campus haben es so geschafft zu verhindern, dass einer der kapitalstärksten Konzerne der Welt seinen Campus in Kreuzberg eröffnet. Das erste Mal musste Google seine Segel streichen. Und das ist ein großer stadtpolitischer Erfolg. Denn Immobilien- und Technologieunternehmen diktieren mehr und mehr unsere Möglichkeiten des Zusammenlebens in der Stadt. Anstatt dem einen Riegel vorzuschieben, öffnen Stadtregierungen, zum Beispiel die in Berlin, diesen Unternehmen und ihren falschen Fortschrittsversprechen Tür und Tor. Sie verteidigen sie dann und wann durch ihre Repressionsorgane. Dafür ist das morgige Treffen ein überdeutliches Beispiel. Mit seinen Beratungen soll jetzt ausgerechnet der Skandalverein Verfassungsschutz Deutschlands größten Unternehmen gegen unsere Kampagnen fit machen. Nebenbei sollen wir als Extremisten isoliert werden. Aber diese Rechnung wird nicht aufgehen. Gerade die stadtpolitischen Kämpfe zeigen immer weiter, dass linksradikale Aktionsangebote wie zum Beispiel Besetzen immer mehr Anklang finden und Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen versammeln können. Betroffene der desaströsen Politik des Kapitals gibt es nämlich mehr als genug. Wir gehen nicht nur freitags für das Klima auf die Straße, bis RWE enteignet ist. Wir stören Rheinmetall-Aktionärsversammlungen ebenso lange, bis keine deutsche Waffe irgendwo mehr mordet. Wir machen die abgründigen Machenschaften des deutschen Staates und seiner Dienste zur gesellschaftlichen Debatte. Wir bekämpfen Google und wir lehren der deutschen Wohnen das Fürchten. Gemeinsam kämpfen wir für die Stadt von unten, denn die Häuser gehören denen, die sie brauchen. Wir bleiben ein Imageproblem und das ist erst der Anfang. Besetzen und enteignen wir, bis Grund und Boden vergesellschaftet sind. Für Selbstverwaltung und Selbstbestimmung erkämpfen wir die radikale Demokratie von unten, ohne Staat, Nation und Kapital. Und nicht vergessen, nächste Woche am 6.4. ist Mietenwahnsinnsdemo. Geht los am Alexanderplatz. Wir kämpfen, denn kein Friede mit dem Wohnungsmarkt, kommt alle. Außerdem denkt dran, ein Hotel ist auch nur ein Haus, was den Falschen gehört. Genau, wir sind jetzt auch am Hotel Steigenberger Hof. Guckt es euch an, überlegt mal, was...